Willkommen zum Podcast von ICF Karlsruhe. ICF ist aus dem Traum entstanden, Kirche für Menschen wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäß zu gestalten. Morning, Karlsruhe. Guten Morgen, Karlsruhe. You're very quiet. Ihr seid sehr ruhig heute. I believe it's because the weather. Ich glaube, wegen dem Wetter. Everybody is melting. Jeder schmilzt dahin. Well, I feel at home because this is the weather we have back home in Jakarta. Aber ich fühle mich zu Hause, weil das ist das Wetter, was wir auch zu Hause in Jakarta haben. We have every day constant 35 degrees. Wir haben 35 Grad die ganze Zeit, jeden Tag. If you don't like the cold in Germany, you can come to visit us in Jakarta. Wenn ihr die Kälte nicht mögt, dann könnt ihr mich besuchen in Jakarta. So I hope you're all well. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. I believe it is my first time on Sunday with you all. Und ich glaube, es ist mein erstes Mal hier sonntags mit euch. I feel this is an honor for me. Und ich fühle mich, dass es eine wirkliche Ehre ist für mich. And I want to thank all the leadership, Stefan, Sibylle, and every leader in this church for this opportunity for me to be here with you. Und ich möchte aller Leiterschaft, Sibylle und Stefan, danken, dass ich hier sein kann heute. And I feel like God has put something in my heart to share with you. Und ich habe das Gefühl, Gott hat etwas auf mein Herz getan, um mit euch heute zu teilen. And something is going to shake your world. Und etwas, das euch wirklich aufrüttelt. Something going to shake your life. Und es wird euer Leben aufrütteln. Something that's going to cause you to step out of your comfort zone. Und etwas, das dazu führt, dass ihr auch aus eurer Komfortzone raustretet. Something that's going to cause you to step out of your secure and controlled environment. Und es wird dazu führen, dass ihr aus eurer Kontrolle und aus eurer kontrollierten Umgebung hinausschreitet. Before I go further, I wonder whether you would let me and allow me to have this permission to shake your world. Und bevor ich weitermache, will ich um eure Erlaubnis bitten, ob ich euch aufrütteln darf. I think only the left side of the room has given me the permission. Und ich glaube, nur die linke Seite des Raumes hat mir die Erlaubnis gegeben. I'm not sure about the right side of the room. Are you sure you're giving me the permission? Ich bin mir nicht so sicher über die rechte Seite. Seid ihr sicher? All right. Okay. Well, I'm bringing you greetings from my church in Jakarta. Und ich bringe euch viele Grüße aus meiner Kirche in Jakarta. From city of Jakarta of 12 million. Es ist eine Stadt von 12 Millionen. Our country has over 250 million people. Und unser Land hat über 250 Millionen. 250, ja. You have just noticed that I speak a little bit German. Er spricht auch ein bisschen Deutsch. Yeah, the reason why because I've lived and studied here in Germany. Der Grund ist, weil hier in Deutschland auch gelebt und studiert hat. Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch, ja. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich habe 14 Jahre in Deutschland gelebt. He lived here 14 years. Ich habe in Frankfurt Feinwerkstechnik studiert. He studied in Frankfurt. Der Grund, warum ich heute auf Englisch sprechen würde, and the reason why I'm speaking on English today, weil ich seit 20 Jahren wieder zu Hause war. Because I'm at home for 20 years now. Für 20 Jahren kein Deutsch gesprochen. And I didn't speak any German for 20 ich years. Ich wage nicht hier vor Ihnen auf der Bühne Deutsch zu sprechen. So I don't really want to speak German here on the besonders, stage. Besonders, als ich nur gestern hier angekommen bin. And I just arrived yesterday. Und mit einem Tag kann ich alle deutsche Vokabular nicht direkt wieder in foreground wieder herbringen. And I can't download all the German vocabulary within one day. Wenn ich hier vielleicht eine Woche stehen würde, bleiben würde, würde ich vielleicht alles wieder herkriegen. But if I would stay here longer, I probably would get all the vocabulary. So back. If you would allow for me to switch back to English. So I hope you will give me the permission to. Ich hoffe, ihr gebt mir die Erlaubnis, wieder in Englisch zu sprechen. So. It is always confusing if you try to change the language and you're confusing. Und es ist immer verwirrt, wenn man die Sprache ändert. So I thank Karina for this opportunity. I mean, for her willingness to actually interpret for me. Und ich danke Karina, dass sie hier übersetzt. As I mentioned, I'm going to shake your world. Und wie ich schon erwähnt habe, will ich euch alle aufrütteln. If I happen to use some words that would offend you, und falls ich irgendwelche Wörter verwende, die euch beleidigen, then you can all blame Karina because she's the one who speaks German to you. Dann right? Könnt ihr alle Schuld auf Karina legen, weil sie spricht dann Deutsch zu euch. So again, you know my name is Jose Carol. Und ihr wisst, mein Name ist Jose Carol. It's as Spanish as I look. Und es ist so spanisch, wie ich auch aussehe. So if you try to find out what our church is called, it's called Jakarta Praise Community Church. Und wenn ihr nach meiner Kirche schaut, sie heißt Jakarta Community Church. Jakarta Praise Community Church. So
JPCC is a website. JPCC is the website. So if you happen to visit Jakarta, please come and visit us in Jakarta. So wenn ihr jemals in Jakarta seid im Urlaub, dann kommt auch zu uns. Tell them that you are coming all the way from Germany. Und sagt ihnen, dass ihr den ganzen Weg von Deutschland gekommen seid. They would then give you priority seat. Und dann geben sie euch VIP-Sitze. The reason why, because. Und der Grund dafür ist. At our church, people are actually staying in queuing in the line an hour before the church starts. In unserer Kirche stehen die Leute in der Schlange für eine Stunde, bevor die Kirche startet. Yeah, well, even though the hall seats 3,500 people. Und wir haben 3,500 Sitze in unserer Halle. But every time the door is open. Aber wann auch immer die Türen sich öffnen. It only takes 5 minutes to fill all the seats. Es dauert nur 5 Minuten, bis die ganzen Sitze voll sind. And that's about 15 minutes before the service starts. Und das ist 50 Minuten bevor überhaupt der. So if you come startet. To Jakarta all the way. So wenn ihr diesen ganzen Weg bis Jakarta macht. And you find yourself you're not getting a seat. Und du unsere Kirche findest und dann keinen Sitz bekommst. Your password is I come for the first time from Germany. Und dein Passwort ist, dass du das erste Mal von Deutschland da bist. So our ushers would kick someone out. Und das Welcome Team würde euch sonst rausschmeißen. Yeah, usually our own church people they will kick them out. Und unser Welcome Team wird andere rausschmeißen. And they will give you all the seats. Und euch diesen Sitz geben. Okay, this okay. Kleine Geheimnis zwischen uns, gell? That's the secret between you and. So are you ready for the word? Ihr seid bereit. Are you ready for the word? You're bereit für das Wort Gottes? Are you ready for the word? Bist du bereit für das Wort Gottes? So have you seen that we've got some bread and some fishes there? Und ihr seht, wir haben Brot und Fische hier. We're going to learn from the miracles that Jesus did to feed 5,000 people. Und wir werden heute lernen von diesem Wunder, wo Jesus 5,000 Leute gesättigt hat. Before we start, aber bevor wir anfangen, I would ask Karina to read from the Bible. Werde ich Karina fragen, von der Bibel zu lesen. It is the passage from Luke chapter 9, verse 12 through 17. Und es ist von Kapitel 9 aus dem Lukas 12 bis 17. So for the sake of time, so I'm not going to read in English. So if you are English speaking, so you can read your own Bible, and Karina going to read it in German. Um Zeit zu sparen, werde ich es nicht in Englisch vorlesen, sondern nur Karina in Deutsch, aber ihr könnt dann selber mitlesen, wenn ihr wollt, falls ihr Englisch nur sprecht. Am späten Nachmittag kamen die 12 Jünger zu ihm und sagten, schickt die Leute fort in die nahen gelegenen Dörfer und Höfe, dann können sie etwas zu essen und eine Unterkunft für die Nacht finden. Denn hier in dieser verlassenen Gegend gibt es nichts zu essen. Doch Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Sie protestierten, unmöglich, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Oder erwartest du von uns, dass wir gehen und für diese vielen Menschen Essen kaufen? Es waren etwa 5,000 Männer. Sie sollen sich in Gruppen zu je 50 niederlassen, erwiderte Jesus. Da setzten sich alle hin. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und erbat Gottes Segen für das Essen. Dann brach er die Brote in Stücke und reichte sie den Jüngern, damit sie alles an die Leute austeilten. Alle aßen so viel sie wollten und am Schluss sammelten sie noch 12 Körbe mit Resten ein. I title this message The Miracle of God's Supernatural Provision. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Gottes übernatürliche Versorgung. So das Wunder how Gottes. God actually did the miracle to provide the need of the people supernaturally. Wie Gott spezifisch dieses Wunder vollbracht hat, um diese ganzen Menschen zu versorgen. So and he did it in a supernatural way. Und hat es in dieser übernatürlichen Art getan. So we find ourselves in this situation when multitudes of people getting together. Und wir sind in dieser Situation, wo viele Menschen zusammenkommen. And it was said that it was 5,000 men. Und die Bibel sagt, es waren 5,000 Männer. Then the reason they in the Jewish culture they actually only counting the men. Und in der jüdischen Kultur sind nur die Männer aufgelistet. Not because they neglect the women or the children. Nicht weil sie die Frauen übersehen oder die Kinder. But this is the way they actually head count so that they will know roughly how many people are around it. Es war nur die Art und Weise, wie sie die Menschen gezählt haben, damit sie circa wussten, wie viel da waren. So historical and theologians are telling us that there are more than 10,000 people gathering at that night. Und die Bibel sagt uns, dass vielleicht sogar mehr als 10,000 Menschen damals dort waren. Just by the side, I just want to pick up because you know that this miracle happens because some boy provided or brought his lunch to Jesus. Und dieses Wunder ist passiert, weil ein kleiner Junge sein Mittagessen Jesus brachte. Somebody who wasn't even counted there. Jemand, der noch nicht mal aufgelistet war. Somebody who wasn't even considered to be there. Der nicht mal betrachtet wurde, dass er da war.
Maybe some of you are considered, you probably think of yourself, I'm not counted. Vielleicht denkst du, dass du selbst nicht zählst. I don't matter. Dass du nicht wichtig bist. Because the world don't acknowledge me. Weil die Welt dich nicht wahrnimmt. Still God can use you to be the miracle for many people. Aber Gott kann dich immer noch verwenden, um ein Wunder für viele Menschen Amen. Zu tun. Amen. That's for free. That's not part of the message, but anyway. Das ist gratis, das ist nicht Teil von meiner Predigt eigentlich. So we find ourselves there are multitudes of people and they're hungry at that night. Und es sind so viele Menschen versammelt und sie sind hungrig an diesem Abend. And we know that there's no shops that are open. Und wir wissen, dass keine Läden mehr offen hatten. At that time McDonald's wasn't open 24 hours. Und McDonald's war noch nicht 24 Stunden offen. To be fair, I have to mention Burger King, Wendy's and all the other shops certainly. Und Burger King, Wendy's, die hatten keinen Laden. Nein, to be fair, because I mentioned McDonald's, I have to mention all the other brands, right? Because this is on TV. Er hat mich korrigiert, also um fair zu sein, will er auch noch Wendy's und Burger King erwähnen. And you can't order Uber Eats or you can't order food online yet at that time. Und du kannst über Uber Eats oder über online noch kein Essen bestellen. So the need was huge. Das Bedürfnis war so groß. But it was impossible to meet the need. Aber es war unmöglich, es zu stillen. And we know of course the rest of the history because Jesus provided for everyone. Und aus der Geschichte wissen wir, dass Jesus für alle gesorgt hat. Miraculously. In einer wundervollen Art. The question is. Die Frage heute ist. Because I'm using my German brain because I'm a German engineer. Und ich verwende jetzt mein deutsches Gehirn, weil ich bin ja ein deutscher Ingenieur. When did the miracle happen? Wann ist dieses Wunder passiert? Because the Bible was telling us that Jesus took the bread. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus das Brot genommen hat. He blessed the bread. Er es gesegnet hat. And then he broke the bread. Und dann gebrochen hat. Then he gave it away to the disciples. Und dann gab er es den Jüngern. And then the Bible said that they ate. Und dann sagt die Bibel, dass sie alle gegessen haben. And they ate enough that they had leftover. Und die haben so viel gegessen, dass sie am Schluss sogar noch übrig hatten. The question is, die Frage ist, when did it multiply? Wann hat es sich multipliziert? Was it when Jesus took it? War es, als er es genommen hat? Was it at the taking stage? War es, als er es zu sich genommen hat, Jesus? Was it as, at the blessing stage? War es in dem Schritt, wo er es gesegnet hat? Was it at the breaking stage? War es in dem Schritt, wo er es gebrochen hat? Or was it when he was giving it away? Oder war es, wo er es weggegeben hat? So that's the question. So das ist die Frage. So many times we find ourselves in situation where we have need. Und oft finden wir uns in einer Situation wieder, wo wir ein Bedürfnis haben. And our need is so big that nobody can meet our need. Und unser Bedürfnis ist so groß, dass keiner es stillen kann. Sometimes our need can't be met physically. Und manchmal kann es auch nicht nur körperlich sometimes it can be met in a natural way. Manchmal kann es in einer natürlichen Art und Weise gestillt werden. I've just met someone back home in Jakarta. Und ich habe in Jakarta zu Hause jemanden getroffen. They own a lot of properties. Und die haben viele Grundstücke. They are so rich they can buy anything. Die sind so reich, sie können alles kaufen. But this gentleman, his grandson. Aber dieser Mann, sein Enkel? Sein Enkelkind, ja. Sein Enkelkind. Who is only 1 year old? Der nur ein Jahr alt war. He was sick. Er war krank. He was so sick he has to be put on a machine to breathe for 3 weeks. Und er war so krank, dass er 3 Wochen an eine Maschine sein musste, um zu atmen. It was a certain moment when they were not sure whether the brain was still functioning because the brain wasn't getting enough oxygen. Und das Gehirn hat nicht genug Sauerstoff bekommen und so wussten sie nicht, ob überhaupt er noch denken kann. Because the baby has to be evacuated on the plane for at least an hour and a half. Und sie waren am Flugzeug 1,5 Stunden. Yeah, because the baby must be evacuated. Er musste rausgeflogen werden. And in the height, und in der Höhe, the baby could struggle to get oxygen. Und es könnte sein, dass in der Höhe das Kind keine Luft mehr bekommt. It would be the danger that the brain can be damaged. Und es war die Gefahr, dass das Gehirn wirklich geschädigt wird. So he was telling me that, you know what, I have everything. Und er hat zu mir gesagt, du weißt, ich habe alles. I can buy a lot of things. Und ich kann alles Mögliche kaufen. Probably I can buy almost everything. Ich kann fast alles kaufen. But I can't buy health and life of my grandson. Aber ich kann keine Gesundheit und auch kein Leben für mein Enkelkind kaufen. I suddenly realized everything I have. Und ich habe realisiert, dass alles, was ich habe, doesn't matter. Ist egal. I wonder whether you have needs like that. Und ich frage mich, ob ihr auch solche Bedürfnisse habt. Maybe not something like that big. Vielleicht nicht genau das Gleiche.
But maybe in your soul something small. Aber vielleicht in deiner Seele etwas Kleines. But yet your money can't meet that need. Aber dein Geld kann diese Sehnsucht nicht stillen. You can go to the most beautiful place. Und du kannst zu den schönsten Orten reisen. You can eat at the most beautiful and expensive restaurant. Und du kannst bei den schönsten und teuersten Restaurants essen. But you can't buy peace. Aber du kannst keinen Frieden kaufen. You can't buy taste. Du kannst keinen Geschmack kaufen. You can't buy joy. Du kannst keine Freude kaufen. I don't know what you need this morning. Ich weiß nicht, was du heute Morgen brauchst. But what I know is, aber was ich weiß ist, that God can provide you miraculously. Dass Gott dich wundervoll versorgen kann. Personally. Persönlich, together as a community, zusammen als eine Gemeinschaft, as a church, als eine Kirche. I know this church has a big need. Und ich weiß, diese Kirche hat eine große. And it's amazing how God put us in this situation. Und es ist wirklich cool, wie Gott uns in diese Situation gebracht hat. I'm part of the church for 20 years in Jakarta. Und ich bin in einer Kirche seit 20 Jahren in Jakarta. And it's always the same pattern everywhere I go in the world. Und es ist immer das gleiche Muster, egal wo ich hingehe in der Welt. I would hear the same pattern. Ich höre das gleiche Muster. God allows us in different situations. Gott erlaubt verschiedene Situationen in unserem Leben. And God provides us in a different ways. Und Gott versorgt uns in unterschiedliche Arten. But the pattern is always the same. Aber das Muster ist immer das gleiche. We always have needs beyond our capacity to meet it. Wir haben immer Bedürfnisse über unsere Ressourcen hinaus. If we can provide for what we need. Wenn wir für unser Bedürfnis selber sorgen könnten, we would never need God. Wir würden nie Gott brauchen. How many of you need God this morning? Wie viele von euch brauchen Gott heute Morgen? How many of you need God to provide for you miraculously? Wie viele brauchen von Gott ein Wunder zur Versorgung? Before I even preach. Bevor ich überhaupt anfange predigen, was auch immer du brauchst. So as Jesus provided for the people. Genauso wie Jesus für die Leute gesorgt hat, he can provide for you this kann er für dich sorgen. So, coming back to this story, so lass uns nun zurückkommen zu der Geschichte. When did the miracle happen? Wann ist dieses Wunder passiert? Many of us would expect in our lives, viele von uns erwarten in ihrem Leben, that to meet our needs, dass unsere Bedürfnisse that the miracle would happen in Jesus' hand. Erfüllt werden, dass das Wunder in Jesus' Händen passiert. Wouldn't it be possible? Wäre es nicht möglich? Wouldn't it be wonderful? Wäre es nicht wundervoll? If Jesus take the bread, wenn Jesus das Brot and nimmt, when Jesus blessed it, und wenn Jesus gesegnet, and then suddenly a miracle happened, und dann hat dieses Wunder einfach passiert. Wouldn't everything be more wonderful and easy? Wäre es nicht leichter und besser, wenn das whatever so passieren würde? Need, was auch immer du brauchst. You only have to pray in Jesus' name. Du musst nur in Jesus Namen beten. And Jesus will bless you in His name. Und Jesus wird dich segnen. And everything solved. Und alles ist gelöst. But we know in this story. Aber wir wissen durch diese Geschichte, it didn't happen. Es ist nicht so passiert. Why did I know that? Warum weiß ich das? Because if Jesus would have blessed it and miracle would have taken place. Weil wenn Jesus das Brot gesegnet hätte und dann das Wunder passiert wäre, then the disciples would have had problems. Dann die Jünger hätten wirklich ein Problem. I don't know how big the volume of 5,000 or 10,000 bread would look like. Ich weiß nicht, wie das Volumen von 5 bis 10.000 Brote aussehen würde, aber some mathematiker you can maybe calculate how big vielleicht the volume bist du ein Mathematiker und kannst das ausrechnen, wie groß das Volumen wäre. But imagine I imagine Jesus would be buried in a mountain of bread. Aber ich stelle mir vor, dass Jesus in einem Berg voll Brot begraben wäre. He would take the bread. Er nahm das Brot. Then he said, "Father, I bless it in my name." Und er sagt, Jesus, Gott, ich segne before es in meinem Namen. Before he said amen. Und bevor er überhaupt Amen gesagt hat. The Jungs, they're like, "Whoa!" Jesus, sind, where are you? Jesus, wo bist du? They would have to, you know, to dig into the bread. Und die hätten nach ihm graben müssen. And then pull Jesus out. Und Jesus rausziehen müssen. Jesus would come out and say, und Jesus "Boy, würde rauskommen und sagen, ich konnte nicht atmen." I couldn't breathe. But we know it didn't happen. Aber wir wissen, dass nicht so passiert ist. This is number one, number two. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. If that would have happened. Wenn das so passiert wäre. I don't know how they're going to distribute the bread. Ich weiß nicht, wie sie das Brot verteilt hätten. Die haben keinen Korben. They don't have no baskets. Baskets. They don't have containers. Die haben keine Container. No plastic Tüten. No plastic bags. How are you going to logistically distribute it? Wie würdest du das logistisch machen? You can solve one problem.
du kannst ein Problem lösen. But you create another problem. Aber du würdest ein anderes Problem kreieren. People would have to queue to get the bread. Die Leute würden in Schlangen anstehen müssen, um das Brot zu kriegen. Und da wäre ein großer Kampf. And killings maybe. Und Tötung vielleicht. So we knew that it didn't happen in Jesus' hand. Und wir wissen, dass es nicht in Jesus' Hand passiert ist. So if it wasn't happened when it was taken and it was blessed. So wenn es nicht passiert ist, als er es genommen hat und als er es gesegnet hat. When did it happen? Wann ist es passiert? In whose hands it did happen? In wessen Händen ist es passiert? We knew that Jesus put the people to sit in a group of 50. Und wir wissen, dass Jesus die Leute aufgerufen hat, in Gruppen von 50 zu sitzen. 50 men. 50 Männer. So it would be 100 groups roughly. So es sind circa 100 Gruppen. So if there would be 100 groups of people. So wenn da 100 Gruppen von Menschen sind. And there are 12 ushers. Und es sind nur 12 Verteiler. So. I would imagine that one disciple, because Jesus broke the bread, Jesus gave it to one of his disciples. Und Jesus brach das Brot und gab es eins von seinen Jüngern. So, and then he told them to break it for the people. Und dann hat er ihnen gesagt, dass sie es weiterbrechen sollen für so die Menschen. So, I'm going to bring you through different vantage point or different perspectives of different people. Und ich will euch verschiedene Perspektiven, Aspekte dieser Geschichte zeigen. Now assume that we are now the disciple who got the bread from Jesus. Und stellt euch nun vor, wir sind die Jünger, die das Brot von Jesus bekamen. Jesus broke it 12 times. Und Jesus hat es 12 Mal gebrochen. And now the disciples have to go. Und nun die Jünger müssen gehen. So 100 groups divided by 12 disciples, every disciple have to serve 9 groups, roughly. So wenn wir die Gruppen aufgeteilt haben in 50 Männer, dann muss jeder Jünger so 8-9 Gruppen Das sind dann zwei schnelle Jünger, wenn dann 10 Gruppen dienen dann. So two fast disciples can serve Ich glaube, 10 people. Peter would be ein davon, der immer schneller ist, Peter oder? Maybe Peter was one of them who was really fast. So, 9 groups of people average. So wir haben 9 Gruppen im Durchschnitt. Every group is about 100 people. Jede Gruppe ist so 100. I assume that this is roughly probably 100 people. So ich vermute, dass das vielleicht 100 Menschen hier sind. This is another 100. You can go to that side. They look hungry. Probably du kannst zu dieser Seite gehen. Die sehen auch hungrig so, aus. So, if you were now one of the disciples, would you break the bread to 100 people when you have to serve 9 groups? So, wenn du jetzt der Jünger wärst und du musst 9 Gruppen bedienen, würdest du für jeden Einzelnen das Brot brechen? I would not. Ich würde nicht. I would not. Ich würde nicht. I would probably find some nice-looking, friendly people who would probably help me to do the job, right? So ich würde wahrscheinlich like this gentleman, nett aussehendes friendly, finden und ihm das Brot geben. He looks kind, and this lady, I would Diese Frau break sieht the nett bread aus. And share with ich them. Würde das and Brot brechen if you were in my position, what would you tell them to do? Und wenn ihr in meiner Position wärt, was würdet ihr ihnen sagen zu tun? Weiterbrechen an die anderen verteilen, genau, oder? To pray yeah. again and give to others. So I would probably break to some people. You look hungry. You can eat it. This actually. And I would probably break to a few that look hungry. English is sehr gut. So now, if we fast forward. So wenn wir nun vorspulen. If I were one of the lucky person at that night. Wenn ich einer von diesen glücklichen Menschen bin, who get a little bit of the little bit, die ein kleines bisschen vom kleinen bisschen bekommen. And then you have to understand that the Bible told us that shops are closed. Und du musst verstehen, dass die Bibel uns sagt, dass alle Läden geschlossen sind. And this is not enough to feed everyone. Und das ist nicht genug, um jeden Let's zu Let's go back to our stage. So, lass uns nun auf die Bühne hochgehen. So, if now I'm that lucky person who so, got a little bit, how's it? Does it taste good? Smells really good. Schmeckt ja, das gut? War von letzter Woche eigentlich. Ja. That's a bread from last week. Ich habe das von Indonesien mitgebracht. I brought it from Indonesia. Fresh in Karlsruhe gebacken. Fresh from Karlsruhe. So, if I were that lucky person who got a little bit. So wenn ich diese glückliche Person bin, die ein kleines bisschen bekommt. So, I believe I would be thinking that night. Und ich glaube, ich würde nachdenken. Because I told you, the miracle, the multiplication didn't happen in Jesus' hand. Und ich habe dir gesagt, dass dieses Wunder der Vermehrung nicht in Jesus' Händen passiert ist. I truly believe that the multiplication happens when the breaking starts to take place. Und ich glaube wirklich, dass das Wunder geschah, als es angefangen hat, dass die Jünger das Brot brechen. Because it did not happen
in the blessing stage. Und es ist nicht in diesem Segnungsschritt passiert. But in the breaking stage. Aber in diesem brechen Schritt. But even in the breaking stage, Jesus only broke it for 12 times. Und Jesus hat es nur 12 Mal in diesem Schritt gebrochen. And the disciples only broke it for a number of times. Und die Jünger haben es nur für ein paar Mal gebrochen. I think the people who are in the group would have to break most of the times. Und ich glaube, dass die Menschen in den Gruppen das meiste Brechen gemacht haben. It's an opinion. Es ist meine Meinung. But it's a German brain's perspective. Aber es ist eine deutsche Gehirnperspektive. Does this make any sense to anybody? Ergibt es Sinn für irgendjemand hier? So now, if we fast forward to be that person who is holding that small piece of bread. So wenn ihr nun vorspult zu der Person, die dieses kleine Stück Brot hält. And then you're getting this command from the disciple to share it with others. Und dann bekommt ihr diesen Auftrag von dem Jünger, es zu teilen mit anderen. I'm thinking to myself. Und ich denke in mir selber so. Wie bitte? Ans weiterverteilen? I should share it. Bist du bescheuert? Are you stupid? Even if I eat it all by myself, wenn ich nur ich selber das jetzt essen würde, I would not have enough. Wäre es nicht genug. What do you mean to share with others? Was denkst du, ich soll es mit anderen teilen? Forget about your wife is pulling your shirt at the back, like. So vergesst mal die Frau, die hinten euer T-Shirt an dem zupft. Only the man who is married understand. Und nur die Männer, die verheiratet sind, verstehen das. Those who are singles, it's okay, forget about what I'm saying. Und die Singles, vergesst einfach, was ich sage. So you still have the responsibility to feed your family. Du hast auch noch die Verantwortung, deine Familie zu versorgen. And you're thinking to yourself. Und du denkst bei dir selber so. Even if I keep this all to myself and my family, I would not have enough. Wenn ich es nur für mich behalte und für meine Familie, wäre es trotzdem nicht genug. What do you mean to share with others? Was meinst du damit, dass ich es mit anderen teilen soll? So I believe that night there are some people who did not do what was told to do. Und ich glaube, dass an diesem Abend gab es Menschen, die das nicht gemacht haben, was ihnen gesagt wurde. Was auch okay ist. I totally understand it. Ich verstehe es total. Because of your sense of responsibility. Weil du auch einen Sinn für Verantwortung hast. You have to care for your family. Du musst deine Familie versorgen. It is okay if you do care for your family. Und es ist okay, wenn du für deine Familie sorgst. But until you step out of that comfort and security zone. Aber bis zu diesem Punkt, wo du aus dieser Komfortzone raustrittst. And do what was told to do. Und das tust, was dir gesagt wurde zu tun. To break the little that you have. Das Wenige, was du hast, zu brechen. You never get to experience the miracle of the multiplication God is talking about. Wirst du nie diese Vervielfachung, von der Gott spricht, erleben? I believe. Ich glaube. That night. Als diesem Abend. There were some people. Gab es Menschen. They thought to themselves. Die haben für sich selbst gedacht. Even if I would eat this all. Wenn ich das alles essen würde. Even if I would keep this all. Wenn ich das alles für mich behalte. It would not be enough anyway. Es wäre nicht genug. Why don't I just step into obedience? Warum nehme ich nicht diesen Schritt in Gehorsam? And share what I have in my hand. Und teile, was ich in meiner Hand habe. With others. Mit anderen. As they were sharing. Und als sie das teilten. They start to realize that the little that they have in their hands never run out. Haben sie realisiert, dass das Wenige, was in ihrer Hand hatte, nie leer wurde. Why I believe that the miracles had taken place in the breaking stage. So warum glaube ich, dass das Wunder in diesem Brechstadium passiert ist? Well, in my 30 years of ministry, I experienced it myself. Weil ich es selbst erlebt habe in meinen 30 Jahren auf Dienst. Many, many times we are always put in that situation where we have to rely on God. Und ganz oft werden wir in solche Situationen gebracht, wo wir auf Gott vertrauen müssen. Our needs is always bigger. Our need is always bigger than what we have in our hand. Und unser Bedürfnis ist immer viel größer wie das, was wir in unserer Hand haben. Always the pattern is always the same. Immer das Muster ist immer das gleiche. The mountain is different. Und die Berge sind verschieden. The seeds are changing. Die Samen verändern sich. But the pattern is always the same. Aber das Muster ist immer das gleiche. I experienced many times when emotionally I barely have enough. Und ich habe schon oft erlebt, dass ich emotional fast nicht genug habe. Somebody demand me to take care of them. Und dann fragt mich jemand anderes, dass ich mich um die sorgen soll. Sometimes I want to scream. Und manchmal will ich schreien. Say, what do you mean by taking care of you? Was meinst du damit, dass ich um dich sorgen soll? I didn't even have time to take care of myself. Ich habe nicht mal Zeit für mich selber, um what mich zu kümmern. What do you mean serve? Ich soll dir dienen?
In our church, thousands of people serve. Und in unserer Kirche sind es Tausende von Menschen, die dienen. I believe one of the signs of a healthy church are the people who serve. Und ich glaube, dass ein gesundes Zeichen einer Kirche ist, dass Menschen dienen. Many big churches, they have many people coming on Sunday. Und eine große Kirche hat viele Menschen, die am Sonntag kommen. Many churches have many people coming on Sunday. Und viele Kirchen haben viele Menschen, die zu ihnen kommen am Sonntag. But only a very small portion of them would be willing to serve. Aber nur wenige von diesen sind auch bereit zu dienen. It's just a big church. Es ist eine große Kirche. But it may not be a healthy church. Aber es ist vielleicht keine gesunde Kirche. A healthy church. Eine gesunde Kirche. It's a church that many part or big part of the church goers would be willing to serve others in the church. Dass viele von denen, die kommen, auch bereit sind, anderen zu dienen. We always challenge our people to serve. Und wir fordern immer unsere Leute heraus zu dienen. But in Jakarta, like in every other city in the world. Aber in Jakarta, das ist wie jede andere Stadt in der Welt. People are busy. Menschen sind im Stress. I still are busy. Ich bin immer noch im Stress. Yeah. Okay. what did I was saying? Busy. Okay. When the group of pastors coming from ICF moved into Jakarta. Als verschiedene Pastoren vom ICF zu Jakarta kamen. They look at the high percentage of people serving in Jakarta. Haben sie an diese hohe Prozentzahl, die in Jakarta wirklich dienen, geschaut? Mostly young people. Es sind viele junge Menschen. Our church, 89% age between 18 and 39. Und 98% sind zwischen 18 und 39. 18 and 39. Yes. If we count below 18. Wenn du unter 18 schaust. So we coming up to 94%. Wir kommen zu 94%. The question is always, how do you bring the young people in the big metropolitan city to come and serve in church from morning through evening? So die Frage ist, wie du diese jungen Menschen aus so einer Metropolenstadt bringst, dass sie zu dir zu der Kirche kommen und von morgens bis abends dienen. Many of the ICF pastors thought. Viele von den ICF-Pastoren dachten. Oh, in Indonesia they have maids, they have drivers, they have the luxury of people doing the housework for them. So in Indonesia haben sie wahrscheinlich irgendwelche Haushälter und Fahrer, die alle Arbeit für sie so machen. That's why they have time to serve at church. Und das ist, warum sie Zeit haben, in der Kirche zu dienen. Aber hier in Deutschland müssen wir selber kochen, selber waschen, selber But here bügeln. In Germany we need to clean ourselves, we need to cook ourselves. Da müssen wir alles selber machen. We need to do everything ourselves. Da haben wir noch keine Zeit, in der Gemeinde zu dienen, we oder? Don't have time to serve in the church. But the problem is time. Aber das Problem ist Zeit. Even though we don't have to wash our clothes, auch wenn wir nicht unsere Kleider waschen müssen. Even though we get someone to iron our shirts, auch wenn wir jemanden bekommen, der unsere T-Shirts bügelt. But the problem is people in Jakarta have no time as well. Aber das Problem ist, dass in Jakarta die Menschen trotzdem keine Let Zeit me haben. Tell you why. Lasst mich euch erzählen, warum. We waste a lot of time in the traffic. Wir verschwenden ganze Zeit im Verkehr. We waste a lot of time in weddings. Wir verschwenden viel Zeit in Hochzeiten. Let me ask you, how many weddings do you attend in a year? Was glaubt ihr, wie viele Hochzeiten ich pro Jahr One, besuche? Two, One, three, eins, zwei, drei, five, ten, ten, 15, 15, 50, 50. Ja. Sie besuchen, sie kommen zu 50. You are going to 50 weddings? In Deutschland? In Germany? Nein. In Indonesien? In Indonesia. Oh ja, natürlich. Deswegen meine ich. In Germany, you don't go to so many weddings. In Germany, in Deutschland geht ihr nicht zu so vielen Hochzeiten. Forget about birthday's party. Das sind nicht die Geburtstage mit eingeschlossen. We have so many social events to attend. Wir haben so viele soziale Events. We have no time. Wir haben keine Zeit. So it's actually the same challenge. Wir haben die gleiche Herausforderung. Different lifestyle. Ein anderer Lebensstil. But the same challenge. Aber die gleiche Herausforderung. The question is, how do you challenge people to serve? So die Frage ist, wie du die Leute herausforderst. Because people say that, what do you mean serving? I don't even have time to take shower. Die Leute sagen, was meinst du mit dienen? Ich habe nicht mal Zeit, eine Dusche zu. I barely have enough for myself. Ich habe nicht mal genug für mich selber. What do you mean to give for the church building? Was meinst du, auch zu geben für das Kirchenhaus? I barely have enough for my Urlaub. Ich habe nicht mal genug für meinen Urlaub. What do you mean to sow into the building project for the future? Du meinst, ich soll reinsehen in dieses Bauprojekt für die Zukunft? How about my future? Was ist mit meiner Zukunft? Who cares for my future?
Wer sorgt sich um meine Zukunft? We will always be put in that situation. Und wir werden immer in solche Situationen gebracht werden. Unless you believe or you trust God. Nur wenn du Gott glaubst, dann nicht. Step into the dependency to God. Mach diesen Schritt in die Abhängigkeit zu Gott. Because that's actually the main purpose why God provide us or put us in that situation. Und das ist der Hauptgrund, warum Gott uns überhaupt in solche Situationen bringt. We always want God to solve our problem instantly. Und wir wollen immer, dass Gott das Problem sofort löst. Physically. Körperlich. Emotionally. Emotional. Geistlich. Mentally. Spirituell. We want God to solve all our problems instantly. Wir wollen, dass Gott unsere Probleme sofort löst. But we know that God never did that. Aber wir wissen, dass Gott das nicht tut. We know that when he was answering the prayer of the Israelites. Und wir wissen, als Gott das Gebet der Israeliten beantwortet hat. When they were asking for food. Als sie für Essen bat. So God didn't provide for them for the whole year. Und Gott hat sie nicht versorgt für das ganze Jahr. God said, take one day at a time. Und Gott hat zu ihnen gesagt, nehmt einen Tag nach dem anderen. Manna for one day. Manna für einen Tag. Meat for one day. Meat, Fleisch für einen Tag. That's why Jesus taught us to pray, to ask for our bread daily. Und das ist, warum Jesus uns auch lehrt, für unser tägliches Brot zu beten. Give us our bread daily. Gib unser tägliches Brot heute. He didn't say that if you ask for weekly, monthly or yearly, I have problem in production. Und er hat nicht gesagt, dass wenn wir wöchentlich oder monatlich oder jährlich fragen würden, dass er Probleme in der Produktion in heaven hätte. Is not as fast. Dass seine Produktion nicht schnell genug Nein. ist. The reason why he asked us to ask for daily bread. Der Grund, warum er uns für täglich Brot gelehrt hat zu fragen. Because he wants us to learn to depend on him daily. Weil er uns lehren will, was bedeutet täglich auf Gott zu vertrauen. We have to take manna daily, not because manna's Haltbarkeit is only for one day. Und wir müssen dieses Manna täglich nehmen, nicht wegen der Haltbarkeit, weil es nur für einen Tag ist. While we know on Sabbath manna lasted for 2 days. Weil wir wissen, dass am Sabbat es für 2 Tage gereicht hat. But he wants the Israelites to depend on him daily. Aber er will, dass Israeliten jeden Tag auf ihn vertrauen und he abhängig can solve sind. Your problem instantly. Er könnte dein Problem sofort lösen. He can provide for you instantly. Er könnte für dich sorgen sofort. He can do it. Er könnte es tun. But maybe we cannot handle it. Aber wir können es nicht. So he wants us to step out. Und er will, dass wir raustreten. That's why he gives us our portion. Und das ist, warum er uns diese Portion für uns gibt. Each one of us will always get something Jeder put von uns in our hands. Wird etwas bekommen in seine Hand. And that will be enough. Und das wird genug sein. For you to step out. Für dich rauszutreten. As long as you're willing to share whatever little you have in your Solange du bereit bist, das zu teilen von dem wenigen, was du hast. The little time that you have. Die wenige Zeit, die du hast. The little care that you have. Die wenige Versorgung, die du hast. The little financial that you have. Die wenigen Finanzen, die du hast. Whatever little that you have. Was auch immer wenige du hast. If you start breaking it. Wenn du beginnst, es zu brechen. You start to see that it will not run out. Dann wirst du sehen, dass es nie leer wird. Many times when I barely have enough. Viele Zeitpunkte, wo ich fast nicht genug hatte, I was challenged to share. War ich herausgefordert zu teilen. But every time I was obedient, und jedes Mal war ich gehorsam. I look back, wenn ich zurückschaue jetzt, I see multiplication happen. Sehe ich eine Vervielfältigung ist passiert. People got fat. Und Menschen wurden gesättigt. I was fat. Ich wurde gesättigt. And we still have leftover. Und wir hatten sogar Sachen übrig. So, I think God is challenging you today. Und ich glaube, dass Gott dich heute herausfordern will, to look at this from this perspective. Dass die Situation aus dieser Perspektive the zu last betrachten. Perspective I'm going to share with you Und die letzte Perspektive, die ich mit euch teilen will, is the perspective of the bread. Ist die Perspektive des Brots. Wouldn't it be nice and wonderful, wäre es nicht schön und nett, if the bread can be multiplied instantly in Jesus' hand? Wenn dieses Brot sofort sich vervielfältigt hätte, especially Jesus after Jesus, especially after Jesus took it. Besonders nachdem Jesus es genommen hat. Jesus can bless it. Und Jesus hat es gesegnet. Without breaking it. Und dann ohne zu brechen. And just give it away. Und es weitergegeben hätte. Many of us pray this prayer to God. Und viele von uns beten dieses Gebet zu Gott. Use me. Verwende mich. Make my life multiply to bless many people. Lass mein Leben sich vervielfältigen, um viele zu segnen. Multiply my gifts. Vervielfältige meine Talente. Verwende mich, to answer questions and needs of people. Bedürfnisse und Fragen von Menschen zu begegnen. But if possible, Jesus. Aber wenn es möglich ist, Jesus. Just take me. Nimm mich.
Bless me. Segne mich. Multiply me. Vervielfältige mich. And give me away to the world. Und teile mich mit der Welt. If possible. Wenn es möglich ist. Don't go through the breaking. Geh nicht durch diese Brechschritte. Because the breaking is so painful. Weil das Brechen so schmerzhaft ist. The breaking of my Sparbuch. Und das Brechen meines Kontos. Ah, meines Kontos. The breaking of my ego. Das Brechen von meinem Ego. The breaking of my security. Das Brechen von meiner Sicherheit. The breaking of my control environment. Das Brechen von meiner Kontrolle in meiner Umgebung. If possible. Wenn es möglich ist. Don't shake this nest. Rüttel nicht dieses Nest auf. Just take me. Nimm mich. Here I am. Hier bin ich. Bless me. Segne mich. Multiply me. Vervielfältige mich. And share me. Give me away. Und teile mich. Gib mich. You know that answer. That prayer will never be answered, right? Und du weißt, dass dieses Gebet nie gehört wird. Because richtig? Jesus will break us. Weil Jesus wird uns brechen. Our dreams. Unsere Träume. Our security. Unsere Sicherheit. Our comfort. Unser Komfort. But trust me. But nur eins. Trust me. Vertrau mir. He will feed you enough. You never lack of anything. Und er wird dich genug segnen, genug sättigen, dass du nie irgendwie ein Bedürfnis hast. Even though as if you are giving the last piece of what you have in your hand. Und auch wenn du das Gefühl hast, du gibst das letzte Ding von dem, was du hast. I've witnessed that. Ich habe das schon bezeugt. The past 20 years in Jakarta. In die letzten 20 Jahre in Jakarta. We are running the church without taking offering. Und wir in unserer Kirche, wir leiten diese Gemeinde, ohne dass wir Opfer bringen. We put a box in outside. Wir haben nur eine Box draußen. A lot of pastors say that. Und eine, viele Pastoren denken. Wir erinnern die Leute, um zu geben, die vergessen. Obwohl wir die Leute erinnern zu geben, die vergessen. Even though we remind the people, they wie forget. Kannst du dann nur eine Kiste dahinstellen und how erwarten, dass sie sich erinnern? Out there and that they, expect them to remember. I was telling them. Und ich habe denen erzählt. The reason we give. Der Grund, warum wir geben. Not because the church needs. Ist nicht, weil die Kirche es braucht. Well, because we need to step out of our comfort zone. Weil wir aus unserer Komfortzone rausschreiten müssen. To show him that. Um Gott zu zeigen. We trust you. Dass wir ihm vertrauen. We believe in you. Wir glauben an dich. And the little that we have in our hand, when we break it and give it away. Und das Wenige, was wir haben, wenn wir es brechen und weitergeben. You can multiply it. Dass Gott es vervielfältigen kann. We live in a very expensive city in Jakarta. Und wir leben in einer sehr teuren Stadt in Jakarta. But God has been faithful. Aber Gott war, ist wirklich treu zu uns. The past 20 years. In den letzten 20 Jahren. We never failed to pay our rent. Wir haben nie eine Miete verpasst. I believe the same miracle will happen to ICF Karlsruhe. Und ich glaube, dass das gleiche Wunder hier im ICF Karlsruhe passiert. Are you ready to step out of your comfort zone? Bist du bereit, aus dieser Komfortzone rauszuschreiten? Because this is an opportunity for God to give you back. Weil es ist eine Möglichkeit von Gott zurückzugeben. To multiply what's in your hand. Zu vervielfältigen, was in deiner Hand ist. I challenge you to serve in this church. Und ich fordere dich heute heraus zu dienen. I challenge you to break your life for others. Und ich fordere dich heraus, dass dein Leben gebrochen wird. I believe this city will never be the same again. Und ich glaube, dass die Stadt da nie das gleiche sein wird. Are you blessed, ICF Karlsruhe? Bist du gesegnet, ICF Karlsruhe? I pray that you're gonna be obedient. Und ich bete, dass ihr voller Gehorsam seid. And next time I come, und das nächste Mal, wenn ich komme, you're gonna pull me aside and say, du wirst mich zu dir herziehen und sagen, everything you said was true. Alles, was du gesagt hast, war because wahr. Because it's in the Bible. Weil es in der Bibel ist. I've done it. Ich habe es getan. And I've seen people effect. Und ich habe den Effekt gesehen. I've seen 12 baskets left over. Und ich habe gesehen, dass 12 Körbe übrig blieben. Why 12? Warum 12? The very people who did not believe that Jesus could feed. Und die Menschen, die 12, die es nicht geglaubt hatten, dass Jesus sättigen kann. Who said, how are you going to feed them? Die gesagt haben, wie kannst du sie sättigen? The very people who has together and see 12 baskets abundance. Und genau diese Leute sind zusammengekommen, haben gesehen, dass 12 Körbe übrig blieben. Out of the little. Aus diesem Wenigen heraus. That was available. Das nur da war. May God bless you. Gott segne euch. Can I pray for you before I go? Darf ich für euch beten? We're gonna sing this song in worship. Und wir werden einen Worship Song singen. When we worship this song, I pray that you're gonna step out of your boat. Und in dem Worship Song bete ich, dass du aus deinem Boot step out of your comfort zone. Tret, dass du aus deiner Komfortzone raus tretest. Step out of your security. Aus deiner Sicherheit. And allow God to challenge you to do what you need to do.
und dass Gott dich herausfordert, das zu tun, was du tun musst. Allow him to show you faithful. Und dass du Gott erlaubst, das zu zeigen. And he's gonna show you faithful. Und er wird dir zeigen in einer treuen Weise. And he's gonna multiply what's in your hand. Und er wird es vervielfältigen, was in deiner Hand ist. Dear Jesus, we thank you. Jesus, wir danken dir. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Thank you for your presence. Danke für deine Gegenwart. I believe that what you put in our hands. Und ich glaube, dass das, was du in unsere Händen gelegt hast, is the opportunity you give us to show trust to you. Ist eine Möglichkeit, die uns gibst, dir zu zeigen, dass wir dir vertrauen. I pray that you give every single person in this room faith. Und ich bete, dass dass du jeder Person hier im Raum Glauben gibst. May they be obedient to step out. Dass sie gehorsam sind, rauszutreten. May you bless them. Segne sie. Continue to use this church. Und diese Kirche weiterhin zu verwenden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir geholfen, mehr über Gott und dich selbst zu erfahren. Dieser Podcast wird durch Spenden ermöglicht. Wenn du möchtest, kannst auch du uns unterstützen. Alle Infos dazu bekommst du in der Videobeschreibung. Mehr Infos über ICF Karlsruhe findest du auf unserer Website www.icf-karlsruhe.de.